Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde League of Legends mit dem Sebiro und dem Sternritter. Hallo. 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 Aufnahme wieder erst hier anfangen, wegen lustig Ladebalken-Bug, wie immer. Sebiro geht unten mit mir auf die Botlane und der Ritter jungelt. Ach, willst du Smiteless haben oder? Weiß Ach, hätten ja wenigstens mal einen neuen Zaun verpassen können, wenn sie schon die Schulmistress macht. Was geht eigentlich mit Fiora? Warum haben die zwei Teile der Verjüngung? Warmogs. Oh, die Warmogs. Nein, nicht Warmogs, das andere. Ich kann sie mir drauf holen, und dass ich hier. Der da noch. Das andere? Was kann man noch draus Weiß machen? ich. Wie heißt das? Das eine damaged, Ach so, Tiamat. ja klar, Tiamat, ja. Ah, stimmt, ja. Ah, ich bin. Eine Kette ist nicht lang genug, dann kriegst du den Smiteless. Ich kann noch ein Ja, bisschen mach's drauf. mal so. Einer geht noch. Du weißt, dass man mit der Laterne auch die Perlen einsammeln kann, oder? Wenn man die wirft. Ja, aber ich habe Q zuerst gelernt, falls irgendjemand invaden möchte. Dann machst du auch mehr Ja. magischen Schaden noch. Ja, Auto-Take-Damage mache ich dir, kann ich dir besser helfen. Ah, ja, dieses neue Oh, ich. Ping-System. Ja, ich hab mich gerade gedacht, hä? Ich dachte, muss ich dafür drücken eigentlich? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Die Ping, die normale Ping-Taste und dann einfach Ja, was ist die drehen. Ping-Taste? Ah E ja. oder G oder Y. Okay. G und dann drehen. Nee. Verdammt, hä? Dann ist es die. Muss ich nachher nochmal nachgucken. Job. Das ist ein Smartcast, ja. Oh, komm schon! Schmeißt du mir einen Schneeball ins Gesicht? Ja. Ganz nicht nett. Elf. Ah, schade. Oh. War knapp, war Der knapp. Mini ein bisschen zu groß. Öx. Was jungelt bei dem? Nasus. Nasus. Na gut, das ist nicht gefährlich. Hat keinen Red Buff und keinen Blue Buff. Gut, dann ist das richtig gefährlich. Ich hab mein Busch hier raus. Der hat der eh gewordet, von daher. Ja. Yeah. Peace. Der passt aber auch nicht auf, dass da ein Stein drin ist. Und was für ein Stein? Was für ein Stein meinst du denn? Einem Schneeball. Da ist ein Stein drin. Ah, deshalb tut er ja auch so weh. Aha, nee, es ist einfach ein Eisball. Sollten wir so ein Skin machen von Nunu, wo er Eiscreme wirft. Also so Eiswagen Nunu. Ja, genau. Nee, das ist ein Pedobär Nunu. Es sitzt ein Nunu auf dem Pedobär drauf. Und der schmeißt ja, genau. Eiscreme. Oh, wie fies. Warum die gewartet? Nur hier in dem Busch, wo ich drin bin. Der dürfte jetzt aber auch schon ausgelaufen sein. Guck mal kurz. Kannst du gleich grappen? Pack euch hier mal eine Schneise rein. Mach ihn mal Range, mach ihn mal Range. Ich muss sehen können. Finger. Ah, schade. Ah. Hab ich das reingelaufen? Ab.
Ja, dann komm ich halt mit meiner Sense drauf. Ach, Hacke! Welche Taste ist das jetzt? Einfach nur markiert, Gegner markieren. So, jetzt kannst du nur noch, jetzt hast du frei Bahn, jetzt nicht. Nein, ich war gerade versucht, den Knopf zu finden zum Teammenü. Wo hast du denn deine Ping-Taste gepackt? Ich hab sie nie benutzt, ich drück immer. G und Y eigentlich. Na, das eine ist das eine Ping, das andere ist das andere Ping. Boah. Tonkart ist übel, ey. G und V, mein ich, sorry. V ist das vorsichtige Ping und G ist das. Ja. Wenn ich für das Menü halt wissen, wie man dieses Drehmenü aufruft, was sie dann im Patch Spotlight gucken. Achso, du musst einfach Alt und die Taste gedrückt haben. Alt und. Okay. Also Alt drücken. Ah ja, Alt drücken dann, okay. Was da? Ja. Irgendwie schon lustig. Ja, ein Tower ist nicht so toll wie ein Blitzcrank. Ich kann hier mal ein bisschen ziehen. Ne, die Axt fliegt doch viel langsamer. Jetzt hat er wieder gewordet. Ja. Kannst bei Minute 10 wieder ungestört, Da kamen sie doch mal an den Minions vorbei. Hey Nuno. Findet ihr Quinn? Hab ich noch nicht gesehen. Ich finde es halt, das Ulti ist halt ein guter Escape und Angriff. Ja, wie man es benutzt. Ich hab die Ulti. Jemanden trippst, dann kriegt man auf jeden Fall tot. Ja, aber jetzt Vayne rollt halt immer von hinten. Nasus. Ja, Nasus, ne? Oh, komm. Hast du meine neue Tastatur? So ungewohnt! Hast die Ulti jetzt nicht auf links geschossen, oder? Ja. Eigentlich, also anderthalbes Game mit neuer Tastatur, neuem Rechner. Ja. Gestern Abend noch schnell in Botgame gemacht zum Ausprobieren, wie schnell ich lade. Achso. Fit. Was fehlt denn der hier? Doch meine scheiß Laterne an, verdammt. Jetzt hättest du ihn nicht noch töten können, bevor er den Eisklumpen wirft. Hättest du auf meine Laterne anklicken können, die lag doch die ganze Zeit schön da. Wer ist da rausgekommen? Zu mir. Einfach Laterne anklicken. Dann muss ich hier pushen, da kann ich nicht, schade. Nice Damage. Jetzt feedet. Jo, ist immer gut. Jetzt kann auch ein 1-on-5 gehen. Ach, schon viel besser. Sie geht direkt auf mehr Damage. Hat doch nur Attack Speed. Auch wieder. Oh, Ritter. Ach, Fizz macht das jetzt. Hm? Verdammt. Nicht gewohnt. Ja, das Ping-Menü ist noch ein bisschen anders. Hab die Ulti wieder? Ja. Okay.
Farben sind ein bisschen anders, wenn man stirbt. Achtung! Ah, die ist fiss. Ich hab auch schon kurz nach hinten zucken wollen, aber... Hm. Ja, Claims hat man nichts vor, weggecleanst. Das war aber nicht schlecht. Dann warten wir kurz. Frag doch bei dir den Lebensbalken rum. Ich hab bei knapp 1,4 hab ich ein... Ab 1000 habe ich bei dir einen Strich. Ja, das ist das neue, dass du alle 1000 AP hast und einen dickeren Strich, damit du siehst, dass noch 1000 AP übrig sind. Weil keiner den nachzählt. Ah, zum Ganken ist das so eigentlich gar nicht schlecht. Das hält nur Arsch langsam. Wart mal kurz. Alter, halt. Wart mal ganz kurz mit Angriff, sieht noch, ich will noch den Blubber vorhin. Weiß ich nicht. Ich hab noch 20 Sekunden CD. Ja. Okay. Ich glaub, die wollen. Da ist der Pinkboard drin in den Tribusch. 5 Sekunden auf Ulti. Ha. Ulti ist ready. Wenn deine Pinke ist, dann pack ich halt ja hin. Ah, jetzt auch am Dach eine Pinke. Mistkerl. Da hab ich auch eine Ward. Das. Ach, Minion. Ich wollte dann echt mal wie bei Smite man, damit man die Tower Range mal ordentlich sieht. Hm. Bisschen im Busch. Eisenwort dran. Steht immer gut versteckt. Ah, schade, das rennt in die andere Richtung. Huh. Okay. Oh, kill, kill. Die Ulti ist raus. Also der hat cleans, ne? Mal mit beachten. Ah, schade. Ich hab noch einen Notfall hier ready. Hm. Olivia macht Fiora fertig. Oh Gott. Enemy double kill. Leute, Graue, das nervt irgendwie. Hm. Die Fähigkeit noch ein bisschen Farbe haben.
Lila Stich da. Und failen. Ich hab keine Boots. Versuch sie zu crappen, weil du hast sie ja ein bisschen an der Leine und dann bis dahin habe ich. Dahin hab ich die Ulti. Cleanst dir einfach meine Kette weg und ich bleib dort dran hängen. Du hast deine Kette und meine Ulti weggeklärt. Ja. Von ihr. Soll ich Bot pushen oder? Wir könnten Drachen machen. Jax ist unterwegs. Ja. Volibear auch. Er hat schon seine Warmox. Bau dir das neue Dings da, das neue hier Lifestyle-Item, wie man es heißt. Welches? Das Blade of the Rune King ist am Samstag gebufft. Ach so, ja, stimmt. War ja was. Das macht jetzt 15% Max HP mit der Benutzung, das Blade. Ajö. Soll mal drauf gehen, ich hab Ulti ready. Das Tolle ist, das gibt dir das als Lifestyle, ne? Das heißt, Volibear, 5000 Leben, 15% weg, kannst du erstmal um 700 heilen damit. Oh, guck mal, da war ja was. Ja. Hi Nunu. Ach, war ein Wort hin. Oh lol. Na, das war's für dich. Warum wusstest du, dass du mit 3 Spells die Ulti von Nunu und Katharina abbrechen kannst? Mit 3 Spells? Ich? Ja klar, ich kann beziehen. Mit 3? Was ist eine dritte? Mit der Ulti unterbricht doch nicht. Ja stimmt, ah ne, die slowt ja nur. Aber ich kann ja die Leute rausziehen aus ihrer Ulti, wenn es nur einer ist. Aber du kannst zum Beispiel mit der E abbrechen und mit der Q. Aha, klar. Mit Kursi leider mit E ist es super einfach, ja. Mit der E ist es ein bisschen schwieriger, weil du direkt dran musst. Mit dem Q muss ich dagegen erstmal treffen. Ja, stimmt auch wieder. Perfekt. Oh, Volibear, den möchte ich nicht anlegen. Noch nicht für die. Fuck. Chill mal, chill mal. Jeder ein, war noch vier.
Ja. Ah, da ist hier noch Nasus. Es ist halt Nasus. Early Game nicht vorhanden, Endgame strong. Die haben ihm nicht geholfen, also ist er jetzt schwach. Verdammt, ich muss mich noch bei Marvin entschuldigen. Für was? Ich hab dieses Survival Game fast. Hab mir extra einen Timer geschoben, Wecker, aber es ist lieber leer. Ja, genau. Kannst du auch Dings meine ich. Ja, gucken, aber ich hab den Livestream verpasst. Ja. Ich hab mir extra im Handy eine Nachricht gemacht, aber das Handy war leer. Shit happens. Weil du solltest sie eigentlich versuppen. Ja, lock sie mal noch ein bisschen. Toll. Da! Was? Hm. Die wollte mich gerade trollen. Das war fies. Gott, hat der Leid. Nunu bringt vorhin den Pinkboard zum Drachen. Achtung, Nasus kommt auch noch. Der ist Nasus schon mit dem Wort, okay. Ja. Nasus und Rain Train. Komm her, ich komme hier. Aber ihr habt mehr als einen. Hi! Ja, komm, renn rein, Nuno. Oh. Toll. Oh, da die Wort hin. Ich. Komm ich mit der Ulti ran? Nein. Wird langsamer, wird langsamer. Okay. Oh. Ach, Volibear. Volli. Du kommst nicht vorbei. Die haben mich Seiten gewechselt. Ich ziehe nach rechts und er schmeißt mich nach links. Ja. So soll man es auch machen. Da ist nur fair. Ich habe eine Leine gelegt, er muss sich unterwerfen. Ist das Sklave? Oh, draußen! Ich muss es nein, scheiße. Komm lieber weg da, ich kann nicht viel machen außer sterben. Wo rennt der denn lang? Keine Ahnung! Oh, ja, Gott. Nimm! Da verpisst euch. Die gehen zum Drache hin. Achtung, Jaxi! Checkboy! Danke, hat mich gerettet. Sicher ja nicht. Alle drei Items auf. Also für mich. Also, man merkt ganz schön den Unterschied zwischen einem 17,3 Zoll Laptop-Bildschirm und einem 21,5 Zoll Full-HD-Bildschirm. Naja, es ist eine Auflösungsstufe höher, ne? Das ist ja schon was. Vor allem, ich kann jetzt League of Legends so voller Grafik spielen. Vorher konnte ich alles nur hoch- bzw. mittel spielen. Ja, klar, ist ein Laptop. Man muss ja Abstriche machen, bevor das ein Laptop ist. Außer bei Gaming-Laptops.
Die sind dann aber dafür 10 Kilo schwer. Und dann kannst du auch einen PC hinstellen für den Preis. Aber man kann sie mitholen. Du kannst den PC auch mitnehmen, der 10 Kilo wiegt da auch nicht mehr. Morgens zur Schule, im Buch, guckt auch einer immer mit dem Laptop. Ich will gar nicht wissen, was der spielt, ey. Oh. Fick dich! Rette mich! Ah! Lol. ich hab durch dein Level, durch deinen Tod hab ich Level abbekommen. Ja. Wir müssen zusammenbleiben. Also das neue Blade of the Rune King ist eigentlich ein Must-Have jetzt. Das ist wie das alte Madritz, nur besser. Mein Malfi Kuh ist drauf. Klaus den 30% Movement Speed. Girl, hat Fiora gerade auch einen Regenbogen bei dir über dem Kopf? Nee. Als so rübergeworfen wurde. Yes. On my way, Trash kommt von unten. Verdammt! Hey. Auch von unten. Arisch. Yeah. Oh. Gut. Wird sie weggelasert. Laser Beams. Hier nicht. Aha. Lol. Verrückt. Nimm mal den. Hast du aber vorbeigeschossen. Voll unfair, ey. Ab und zu tritt man, ab und zu hat die so eine große Hitbox und dann auf einmal nicht mehr. So, ich verstehe das nicht. Verdammt. Hm. Volleybär ist halt auch mörderisch. Jax kommt von hinten. Jax. Nimm mal den da. Ja, eine Alternative. Hast du schon was aktiv benutzt von deinem Blade, Schatter? Oi, 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 kacke, nein! Ah, kann ich dir da nicht helfen. Lass Jax niemals sterben. Jax muss leben. Ah, muss den Knopf drücken. In 3 Sekunden kann ich ihn retten. Nein, kann ich nicht. Hat sie. Nein. Hatte keinen Mana mehr. Der hat ihn nicht gerade geknifft. Keine Ahnung. Dann reicht das schon, ich brauch 900. Oh, den Preis erhöht. Penner. Ja, ich finde das doch total beschissen. Ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen, dass Bluetooth ja jetzt auf einmal 1650 kostet. Ah, will nicht drücken. Hat sie gerade echt gemeint, ihr knallt könnt. Also, Ignite, ihre Ulti könnt ihr Ignite abbrechen. What the hell, huh? Geht zum Baron gehen? Auch keine Warp in der Tasche, ich muss Base. Ah, die nehme ich noch mit. Lol, Fail Ult. Ja, nur Nasus.
Leider kein Mana mehr. Dieter Bus steht eigentlich übrigens immer noch da, den hat Stone, der Lux hat den von Fizz. Oh, bist du verreckt? Jung! Oh Gott, hau ab. Jumpt der da nochmal rein, ich fass es nicht. Bitch! Jetzt, was gesagt hätte, weil ich sagen wollte, hättest du das Video ab 18 schalten. Was hast du gesagt? Hätte ich jetzt das gesagt, was ich sagen wollte, hättest du das Video bis ab 18 schalten. Oh, ich mache einen Piep drüber. Ja, lieber ab 18. Alter, ich. Nee, du musst es so machen. Du musst es so eh machen, schneiden. Ich kann es einfach rausschneiden, ich kann in einem Sekunde. Hätte es jetzt so machen müssen, wie die ganzen großen YouTuber einen Piep drüberlegen, aber so, dass man es noch versteht, so teilweise. Ja, ich mach die Piece, wir lassen einfach alles Blüche durchgehen. Ich bin ja kein Partner, nur die Partner haben keine Fluchregel. In meiner Klasse glaubst du mir immer noch nicht, dass man mit der Werbung Teileinnahmen bekommt. Glaubt's mir einfach nicht. Ja, wo? Du kriegst halt einen Teil von dem YouTube-Geld über den Klicks, das er deine Werbung darstellt. Ja. Glauben immer, dass man das Geld mit der, Fiora macht schon Solo. Solo? Solo? Solo, Baben. Ob meine Range noch ausreichend ist? Ja. Reicht noch. Oh fuck! Warum bin ich immer der Fokus? Kommt schon! Leute! Warum zum Fick? Piep! Kein böses Wort. Wie gesagt, ich mache damit. Ich bin ja eh kein Partner, ich habe keine Verbot. Man kann es aber auch euch einfach machen. Man kann einfach auch sagen, wie bei League of Legends. Man kann sagen, warum zum Piep? Piep, piep. Einfach selbst zensieren. Ja, genau. Warum zum Piep? Piep, 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 piep. Ja. Kannst du bei manchen Matches gar nicht mehr machen. Wir sollten den Boss hier machen, hier den Tower. Leute. Ach, Ritter. Ich komm gleich, bleib dran. Ich tank dann. Okay, ich lebe wieder. Geh mal einen Schritt weg, dass ich Akku habe, damit du mehr Schaden machst. Aber ich stehe durch Schmerzen. Red auch gar nicht mehr mit uns. Mag uns nicht mehr. Sein Headset funktioniert, glaube ich, wieder nicht. Weiß ich seinen Vornamen, ich will ihn aber jetzt nicht sagen. Ah, sie baut ran, du ihn so oben. Auf wen? Ach, Fizz. Komm, passiv von Fizz. Au. Nein, der hier, das Schild von Lux. Und da war er wieder. Hey, er hat's angeschalten. Hallo? Ja, jetzt sind wir nicht wieder. Jetzt das, tut mir leid. Ja, man, wenn kurz bevor du was sagen willst, hört man immer ein Pfumm. Ich weiß. Oh lol, wo. Lux Damage. Oh Mann. Oh, 1130. Holy moly. Halbes Leben, allein ist die Ulti weg. Durch den Sturm. Da ist ja gerade Volibear schön den Wind aus der Angeln geholt. Drück
auf die Laterne, drück sie, drück sie, drück sie! Wieso? Er muss ja nicht abhauen. Das war einfach nur für Notfall. Hat so ausgesehen, ne? Oh Gott, er kann nochmal lasern. Ja, mein Lifestyle. Abkriegszeitverringerung. Ja. Wer vergisst nicht, dass dein Schwertchen da dir 15% der Gegner-HP Lifestyle. Ja, deshalb habe ich gesagt, drück die Laterne, drück die Laterne. Ich hab keine Laterne. Ja, ich mal, weiß. Gibt es eigentlich noch dieses Woge-Ding? Woge-Ding? Der Beschwörerzauber Woge. Woge ist rausgenommen worden, war auch ein Scheißding. Ja. Hat man eigentlich nur auf AP Kai und AP Kog'Maw benutzt. Und Cho'Gath, würde ich mal so sagen. Ja, damit du der Ulti mehr Burst hast, ja, aber sonst. Ich pull Bottom. Nimm ihn mit. Dritter, Laterne anklicken. Ui. Ach, jetzt ist Viora tot. Ich muss mich opfern für sie. Das ist. Haben die Stimme. Ach so, kacke. Serio. Push die Botline durch. Oh nein, Fiss ist da. Ich komme ja! Haltet sie noch ein bisschen auf! Wulibär wurde so hart geslowt. Ich komme! Ich komme von der Seite mit Ulti! Mit Ulti, die Pizza! Jetzt ihm Hand die Pizza Ulti! Verdammt! Hat nicht geklappt! Fokus doch Lux! Du bist gleich tot! Ja, bin ich! Hier. Leute, die Ulti! Du bist der Ulti aus der Wäsche gekommen! Ja, die Ulti geht immer ein bisschen weiter nach. Warte, nach links wie nach rechts. Scheiß 3D-Animation. Komm schon, Fitz, komm schon. Nein. Nasus vorne. Ja, das ist Nasus, er hat jetzt gefarmt. Du musst halt den AP-Carry umhauen, der macht dich ja platt. Wir müssen nicht mal wirklich deren scheiß AD und AP-Carry fokussen. Nicht deren Tanks. Die machen zwar auch Schaden, aber als Lux wirst du dich halt weg in einer Kombo, ne? Ja, mich überbastel ich gar nicht mehr weg. Ich hab fast 4k Leben. Ja, aber ich meine Viro. Bau dir lieber einen Blade of the Wound King. Wie gesagt, 15% der Gegner HP. Ich hab beides, ich hab Blade of the Wound King und Hexig Gunblade. Nicht mehr nur, das ist. Gerade gegen Bodybear und Nasus und eigentlich auch jetzt auch schon zwischen Nunu ist das richtig strong. Kauft. Wie gesagt, das ist ein 600 Instant hier, das ist eine Mordo Ulti. Mordo? Oder Kaiser. Kaiua noch, da muss man auch noch mit rechnen. Und mein Bildschirm ist gerade aus. Wenn man jetzt mal so einen Champion nimmt, der Burst-Schaden macht, also jetzt mit einem Auto-Attack dann wie Draven 800 Damage sozusagen machen kann, damit Crit auch noch 1600 Damage. Ja. Blade of Doom King, heftig. Ja, oder du nimmst jetzt doch das Ding hier, das dir 3 garantierte Crits gibt. Ja. Vayne, heftig. Ja, Vayne, Draven, allen die halt starke Autotacker sind. Ich finde Vayne ist eher besser, weil du hast ja immer halt das mit absoluten Schaden auch noch. Ja, stimmt auch wieder. Ja, halt Dravens Äxte können halt critten, ne? Das sind halt dann richtig üble Bams. Ja, Draven musst du auch geschickt haben, dass du wirklich mit den critten kannst. Ja. Also, dass die überhaupt hier aufhängt. Unten pushen, können wir alle unten pushen. Fist is on the way. Ja, Fist is on the way in dieser Basis. Ja, Solo Laner. Ach Leute, ey. Verdammt! Na, so ist halt, ne? Boah, die Lichtfessel hat mich getötet. Die macht auch 800 aber Schaden. Wayne ist so ein Lacker. Oh, leck. Oh, Ich bin ich alleine in der Computer. Aber der meiste Schaden hat mir immer noch der Turm gemacht. Bei mir war es wohl die beste Magical Attack. Oh Gott. Ei. Komm schon. Ich muss abhauen. Kill them all. Oh, leck.
Finde jetzt kommt Kaliu. Ich tu mir jetzt Kaliu, ich brauch kein Leben mehr wegen Lux. Das regt auf. Mach mal alle, was alle machen. Randuins bauen. Randuins. Na klar, Randuin macht Wayne, Rotze, Nasus. Und Volibear eigentlich auch. Der ist auch ein Auto-Attacker. Ah, Volibear. Krass ihn. Und ist halt ein 2 Sekunden AOE-Slow, ne? Ja. Das war auf jeden Fall besser als Warmox. Also ja keine Warmox. Warte, empfiehlst du mir eigentlich jetzt für ein Steam-Spiel für unter 10 Euro? Ein Steam-Spiel für unter 10 Euro? Besser kostenlos als für Geld, glaub mir. Ja, warte lieber auf ein Steam-Sale dann, dann kriegst du auch gute Spiele für 10 Euro. Ja. Ist ja Ostern bald, ich glaube ein Oster-Sale gibt's. Oder Frühjahr-Sale, wie man sie nennen wollen. Ah, ich weiß, eins Dungeon Defender. Ah. Alt. Das macht euch voll viel Spaß. Ich wollte mir Aids of Space Bild, holen. Ja, ich würde sie nicht empfehlen. Das ist kacke geworden. Ich hab nämlich die kostenlose Version gespielt. Ich auch. Das ist kacke geworden, glaub mir. Wir müssen Lux mal töten. Nee, Vayne. Hilfe. Ulti ist draußen. Oh. Nein. Oh! Ja, Lux hat 700 AP. Wir müssen Lux töten, nicht Vayne. Ich komme da ja gar nicht hin. Volibear blockiert mich dann ja. Oh, macht Lux ein Damage. Sie hat ja auch ein vollen Bild, wie gesagt. Das macht halt der True Damage. Volle Combo. Nicht. Mein Base wird es noch nicht kriegen, hoffe ich. Ich sollte so viel Skill haben, dass er über. Das Dumme, ich komme ja. Das Dumme, ich komme ja gar nicht zu Lux, weil ich käme wegen ihren Zonias. So, Fitzone! Problem ist, er kann nichts machen gegen sie. Ja, das war's, Vayne hat durchgehauen. Nee, wir hätten Lux töten müssen, nur Lux. Scheiß auf Vayne, scheiß auf die anderen. Naja, war ja trotzdem lustig und haben wir fast gut gespielt. Also dann, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.